Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn. Ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Und mich hat per Privatnachricht eine Frage hab ich bekommen, wo ich glaube, mit der kann der eine oder andere von euch immer mal konfrontiert sein. Von daher würde ich das sehr gerne mal an dieser Stelle beantworten. So kam die Nachricht rein. Hallo Alex, erstmal vielen Dank für deinen Content. Deine Videos sind stets informativ und ich höre sie mir gerne an. Vielen Dank erstmal für die Wertschätzung. Vielleicht kannst du mir bei einer Frage zum Verständnis helfen. Folgender Fall. Ich möchte zwei Eigentumswohnungen von unterschiedlichen Verkäufern erwerben. Aufgrund des geringeren Volumens, in Klammern erste 98.000 Euro, zweite 69.000 Euro, habe ich beide Wohnungen bei derselben Bank angefragt. Hier liegt nun ein gemeinsames Finanzierungsangebot vor. Es soll jeweils der komplette Kaufpreis und finanziert und als Grundschuld eingetragen werden. Wie würde das hier mit der Eintragung der Grundschulden aussehen? Welches Vorgehen könntest du empfehlen? Möglicherweise getrennte Kreditverträge, gemeinsamer Kreditvertrag, würde dann im jeweiligen Grundbuch der Wohnung lediglich der darauf entfallende Betrag eingetragen werden? Oder der Gesamtbetrag mit einer Art Hinweis auf ein zweites Beleihungsobjekt. Ich hoffe, die Frage ist verständlich formuliert und freue mich auf deine Antwort. Ich vermute, ich habe es verstanden. Sicher bin ich mir nicht ganz. Ich hoffe allerdings auch, dass meine Antwort einigermaßen verständlich sein wird. Also wenn jetzt du oder die Bank hat logischerweise ein sehr hohes Interesse daran, das beides in einen Kreditvertrag reinzupacken und dann mit einer sogenannten Globalgrundschuld zu arbeiten. Das heißt, du hast hier einmal 98.000, einmal 69.000 Euro. Das heißt, der Gesamtkreditbetrag werden dann aus meiner Sicht 167.000 Euro sein in einem Kredit drin. Und weil ja dann jedes dieser Objekte für einen Kredit in Höhe von 167.000 Euro haftet, wird die Bank auch bemüht sein. Das geht dann allerdings, wenn du dich für diese Art der Zusammenarbeit entscheidest, auch aus den Grundschuldbestellungsunterlagen hervor, wird dann bei jedem Objekt eine Grundschuld in Höhe von 167.000 Euro eingetragen. Das ist dann natürlich ein kleinen Ticken teurer, dann als würdest du jeweils einzeln finanzieren und nur die jeweilige Grundschuld objektbezogen eintragen. Also wie gesagt, im Rahmen der Grundschuldbestellung werden mehr Grundschulden eingetragen, kostet ein bisschen mehr. Wovon auszugehen ist, dass wenn die Bank dann natürlich auf jedem Objekt im Prinzip mehr Sicherheiten hat und vor allem mehr vollstreckbare Sicherheiten. Und natürlich, wenn sie nur einen Kreditvertrag erstellen und verwalten muss, auch ein bisschen weniger Aufwand hat, ist davon auszugehen, dass wenn du jetzt so eine Verbundfinanzierung machst, dass dann auch der Zinssatz, den dir die Bank verrechnet, etwas günstiger sein wird als bei einzelnen Kreditverträgen. Also wie gesagt, erstmal Nachteil der Globalgrundschuld, es ist ein bisschen teurer beim Notar. Vorteil ist, die Zinsen sind wahrscheinlich etwas günstiger. Entscheidender Nachteil aus meiner Sicht, das musst du aber für dich bewerten, jetzt ob das für dich relevant ist. Du bist halt immer, wenn du eines der beiden Objekte verkaufen willst oder musst, immer auf den Goodwill der Bank angewiesen, weil wenn jetzt, sagen wir mal, diese 98.000 Euro Wohnung ist irgendwann 130 wert oder jemand will dir 130 dafür bezahlen oder wie auch immer und du willst die dann verkaufen, dann kann die Bank immer sagen, wie verkaufen, diese Immobilie wird doch auch noch benötigt als Sicherheit für den Kredit, wo eine andere Immobilie mit dranhängt. Ich meine, sicher, da kannst du dann ein bisschen diskutieren und hin und her, und dass jetzt ja die andere Immobilie als Sicherheit für den offenen Kreditbetrag und so weiter ausreicht. Und in der Praxis bekommt man das auch alles immer hin und kriegt dann die Sicherheitenfreigabe. Werthaltigkeit der Objekte natürlich vorausgesetzt oder beziehungsweise, dass der Kaufpreis auch entsprechend ausreicht, um Restvaluta und potenzielle Vorfälligkeitszinsen zu bezahlen.
Aber du bist halt immer auf Goodwill der Bank angewiesen. Wenn du getrennte Kreditverträge machst, dann wird natürlich logischerweise bei jedem Objekt auch nur das eingetragen für den einzelnen Kredit mit den entsprechenden Kosten dazu, die dann halt üblich sind. Möglicherweise wirst du halt, weil es dann ja wirklich zweimal unter 100.000 Euro sind ja für Banken Kleinstdarlehen, du schon einen Zinsaufschlag bekommen. Wobei man jetzt sagen muss, so auf dem niedrigen Zinsniveau, wie wir jetzt, wo wir jetzt im Moment sind, ob da die Unterschiede so groß sind, dass das wirklich eine signifikante Überlegung nach sich zieht. Das kann ja jeder mal für sich selbst bewerten. Aber wenn du getrennte Kreditverträge hast und getrennte Grundschulden, jeweils mit einer einzelnen Sicherheit und Zweckerklärung, dann bist du natürlich immer maximal flexibel und Herr der Lage, wenn du mal irgendwie ein Objekt veräußern möchtest. Ich aus meinem persönlichen Mindset würde dann wahrscheinlich in dieser Situation dazu tendieren, zwei einzelne Kreditverträge zu machen, um die Flexibilität hochzuhalten. Aber da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Das ist einfach eine Geschmackssache und eine Überlegung. Auch was ist meine langfristige Idee mit den Immobilien? Will ich die für immer behalten? Will ich die mal verkaufen? Will ich nach 10 Jahren einen Teil verkaufen und den Rest vom Portfolio ablösen? Das sind ja, sag ich mal, größere strategische Überlegungen. Grundsätzlich, wie gesagt, ich bin eher ein Fan davon, getrennte Kreditverträge und jeweils auch nur mit einer engen Sicherheit und Zweckerklärung. Enge Sicherheit und Zweckerklärung meint, dass jetzt eine Sicherheit, beispielsweise eine eingetragene Grundschuld, wirklich nur als Sicherheit dient für einen konkreten speziellen Kredit. Davon zu unterscheiden, das wissen die meisten nicht, oder unterschreiben das mal blindlings bei der Finanzierung mit, ist die weite Sicherheit und Zweckerklärung. Sprich, dass man sagt, okay, es gibt jetzt eine Grundschuld, diese Grundschuld haftet aber nicht nur eng für dieses Objekt jetzt oder wenn du irgendeinen anderen Kredit hast, das Sicherungsgut dann für diese Kreditlinie oder wie auch immer, sondern diese Sicherheit haftet für alle bestehenden und auch zukünftigen Verbindlichkeiten, die du bei der Bank hast. Also ich hatte jetzt neulich auch mal so einen Fall, da kam ein Kunde zu mir und der wollte zwei Wohnungen kaufen und finanzieren und da haben wir ein bisschen gesprochen und getan und hätten wir sicherlich auch was hinbekommen. Und plötzlich kam er so mit der Idee um die Ecke, ja, ich habe eigentlich auch schon bei meiner Hausbank angefragt und bin da schon relativ weit im Prozess, wo ich dann sage, naja, was haben die denn erzählt? Ja, 1,75 Tilgung und 1,2 Zins. Ich sage, komm, unterschreib da. Also komm ich eh nicht dran und habe ich auch keine Lust, da jetzt hinterher zu laufen. Naja, okay, hat er dann auch getan und gemacht. Und dann hat er sich aber irgendwie 1,5 Wochen später nochmal gemeldet, als eigentlich mit seiner Bank da alles durch war. Und sagt, hier, ich habe jetzt so im Kreditvertrag zwei Sachen gefunden, die finde ich ein bisschen komisch. Das eine Mietabtretung, also dass die Bank die Mieten direkt bekommt, das konnte man dann ein bisschen aufschlüsseln. Dass es sich da um eine sogenannte stille Mietzession gehandelt hat, ist jetzt nicht schlimm. Also ist auch gerade im Millionenkreditbereich oder also auch nicht völlig unüblich, aber normalerweise im Standardkreditgeschäft also auch nicht immer dabei. Also ist nicht schlimm, muss man aber auch nicht unbedingt haben. Meint einfach nur, wenn jemand seinen Kredit nicht mehr bezahlen kann, muss die Bank da nicht erst ewig mit ihm sprechen und tun und machen, wie man es hinkriegt, sondern wenn er nicht mehr bezahlen kann, wird im Prinzip aus der stillen Mietzession eine offene Mietzession und die Bank geht dann sofort an die Mieter dran und lässt sich die Mieten direkt bezahlen. Ist erstmal nicht schlimm, solange man sein Zeug irgendwie alles ordentlich bezahlt und das super läuft. Wenn jetzt man wirklich mal irgendwie in Schieflage gerät, was ja mal passieren kann, jetzt hier Corona-Zeit oder irgendwas anderes, dann ist natürlich eine Frage, will man das jetzt da, dass man vor seinen Mietern so entblößt wird oder ist das reputationsmäßig wirklich gut, aber keine Vollkatastrophe. Und das andere halt weite Sicherheit und Zweckerklärung, die haben ihm das reingewirkt, dass jetzt seine Immobilien für alles, was er jetzt und zukünftig bei der Bank hat, mithaftet.
Und sie haben auch, um eben die neuen beiden Kredite zu machen, wollten sie nochmal eine Mitbesicherung auf dem Eigenheim, was auch schon bei der Bank finanziert ist. Also wirklich ihn dann kreuz und quer und komplett verhaftet mit allem. Ja, war er dann auch ein bisschen unruhig. Der hat halt das Problem, der kann nie wieder ohne die Bank zu fragen eine Immobilie verkaufen. Der kann auch nie wieder auf eine andere Bank zugehen und da mal was nachbeleihen oder dergleichen. Aber halt das Thema weite Sicherheiten, Zweckerklärung und stille Mietzession hat es dann natürlich für mich auch erklärbar gemacht, warum die Bank diese Konditionen darstellen konnte. Ja, da muss man sich halt immer überlegen, ob man noch mal für einen leichten Zinsrabatt sich wirklich die Flexibilität machen nehmen will und sich wirklich immer abhängig und zum Bittsteller der Bank machen möchte.